Hi, es ist lang her. Ich habe mir meinen PC aufgeräumt und da habe ich ein paar Videos entdeckt, die ihr noch gar nicht kennt. Und da dachte ich mir, komm, schneiden wir einfach ein bisschen was zusammen. Ja, und da jetzt habe ich jetzt ein Video daraus gemacht. Es ist ein bisschen her, ich glaube sogar fast ein Jahr. Es ist auch ganz kurz. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und das ist nicht das einzige Video, denn das sind sogar mehrere Videos, die ich einfach nicht mehr bearbeitet habe. Keine Ahnung warum. Das heißt, es kommen vielleicht mehrere Videos. I don't know. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. So Freunde, wir sind jetzt bei unserer ersten Location, ganz klassisch für das Vereinigte Königreich. Wir sind zwar jetzt nicht in England, aber hier Fish and Chips. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich glaube, das ist Kabeljau, einfach mit Pommes. Und hier haben die so eine Sour Cream Soße, glaube ich. Lemon Juice. Oh, unser Fisch hier mit Pommes direkt. Let's go. Mm. Der Fisch hat unnormal den Crunch, wirklich. War voll lecker. Ich habe echt lange nicht mehr so Fisch im Restaurant gegessen, darum ist das nochmal für mich was anderes. Aber ist gut. Und wir sind auch hier direkt an der eigentlichen Hauptstraße. Wir essen das jetzt mit zu Ende und sehen uns bestimmt bei der nächsten Location wieder, okay? Ja, wo wollen wir mich draufdrücken, Digga? Ja, wo du draufgedrückt hast. Wie ihr gerade eben gesehen habt, haben wir Pizza geholt. Wir sind in unser Hotel gegangen, weil man da nicht mehr essen konnte. Wir haben schon ziemlich spät. Darum gab es auch nur eine Fastfood-Kette, die geöffnet hat. Und zwar heißt die Fastfood-Kette Pizza Papa John's. Wir haben so einen Deal, so ein Menü geholt, wo man ein Getränk und Pommes dazu bekommen hat. Und, einen Moment, ein bisschen viel Ketchup, weil eine Pizza ist runtergefallen. Und dann mussten die neu machen und der Typ hat so schlecht gefühlt. Oha, hier ist sogar eine Soße drin. Oha, hier ist doch Garlic Mayo. Wilder Hase, Digga. So sieht die Pizza aus, einfach eine klassische Margherita-Pizza von der Fastfood-Kette. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich denke, dass ich mit Italien mithalten kann, aber ich habe lange nicht mehr so eine Pizza gegessen, merke ich gerade. Mmh. Eine leckere Pizza, wirklich. Kann man nichts mit falsch machen. Aber die Soße ist unnormal lecker, hä? Die ist echt richtig saftig. Ich habe mich verliebt. Nachdem wir die Pizza zu Ende gegessen haben, habe ich gemerkt, wir sind im Hotel, können eine ganz kurze Roomtour machen. Ist kein großes Zimmer, die Roomtour wird in 2 Sekunden vorbei sein, aber wir machen die trotzdem. Hier, let's go mit der Roomtour. So Freunde, das ist dann auch unser Zimmer. Ist wirklich nichts Großes. Man geht hier rein, so ein fancy Spiegel, so ein kleiner Fernseher, der richtig komisch platziert ist. Man liegt so hier, eigentlich guckt man auf die Wand und dann muss man, das macht gar keinen Sinn, dieser Fernseher. Das ist halt unser Bett, ein gemütliches Bett auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Tisch und noch das Badezimmer. Das Badezimmer ist eigentlich schon sehr wild, sehr sauber auf jeden Fall, das Hotel. Nur so ein riesen Spiegel, die Dusche, Toilette, Waschbecken. Ja, das war's auch mit der Roomtour. So, wir sind jetzt hier in einem Falafelladen. Es kann sein, dass es ein bisschen laut ist, aber was wir hier haben, ist einfach ein klassischer Falafel-Wrap, wie man hier sehen kann. Ich glaube, so Soßen, Tomate und so weiter ist hier drin. Ich glaube, Tahini-Soße ist hier drin. Und dazu haben wir noch Pommes mit Ketchup, ganz klassisch. Mal gucken, wie das schmeckt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr appetitlich aus. Probieren wir das einfach mal. Hm. Da sind auch Sauergurken drin. Ich finde es richtig lecker. Probieren wir nochmal. Ja, richtig frische Falafeln, glaube ich. Ich habe mal so ein Video gesehen, das in der so eine Rolle spielt. Ich glaube, das sind frische Falafeln. Wir probieren noch direkt die Pommes mit der Soße. Pommes schön richtig crunchy. Wirklich so ein fancy Laden eigentlich. Das ist so ein kleiner Laden. Wir essen es jetzt auf und sehen uns später wieder. Das war's wohl mit später Wiedersehen. Ich hoffe, das Video hat euch trotz der Länge gefallen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Falls ihr Videoideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Schreibt auch sowas in die Kommentare, einfach für den Algorithmus. Lasst ein Like da, wie gesagt, lasst ein Follow da. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns. Ciao.